Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wo wir denn die anderen Punkte finden oder die anderen Bruchstücke. Und ich bin jetzt mal ein bisschen weiter gereist. Wir befinden uns vor... Oh, warum schleiche ich? Fuß! Das fand ich mit Absicht. Warum schleiche ich jetzt schon wieder? Worauf habe ich gedrückt, dass ich schleiche? Okay, auf. Der Feststelltaste. Hier müssen wir nämlich hin. Da oben. Wie das hier heißt, das sehen wir gleich. Kann man das nicht merken. Hat wirklich einen nicht allzu leichten Namen. Ist aber wieder eine Zwergenfestung. Alles Zwergenfestungen sein wahrscheinlich. Was ist hier für ein Bandit? Was ist das, ein Bandit? Banditengesetzloser, oh ja. Oh. Oh. Sehr schön. Pfeile mitnehmen, das ist sehr schön. Rald Petar, genau, so heißt dieser Ort hier. Und hier finde ich wohl den zweiten, was war's, Ethereum Splitter? Bin ich mal gespannt. Erstmal möchte ich aber ganz gerne eine Sache machen. Denn die Weltkarte brauche ich. Markierung entfernen. Ich möchte keine Markierung haben. Für die persönliche Markierung. Du lebst noch. Was war ein Bandit drauf? Sehr schön. Ich kriege alle meine Pfeile zurück. Das freut mich doch. Okay, hier runter geht. Das ist ein gutes Geberfeld. Da ist, glaube ich, nicht allzu viel Feld. Machen wir mal hier lang. Da steht noch einer. Den habe ich gesehen. Den Stand. Zwergspinne haben sie schon erledigt. Hier ist noch einer da hinten. Ja, ist denn noch so da? Spitzhacke, endlich. Die Spitzhacke werden wir nämlich immer mitnehmen. Dort können wir auch endlich Erze abbauen. Finde ich persönlich ganz gut. Die Ethereum-Kriege haben sie hier liegen. Deswegen, ja, weiß da wahrscheinlich auch fast jeder darüber Bescheid. Weil alle Katrias da geklaut haben. Okay. Habe ich das? Hier unten geht's weiter. Was ist das hier? Torexperte. Bitte. Okay. No Herausforderung. Oh, das Ding gab's mal.
wesentlich leichter aushauen. Ja. Das war eindeutig Fail von mir. So erbarme sich eurer. Oh. Okay. Hier lege ich auch noch an. Ein Thema. Wo bleibst du denn? Komm ran. Ja. Du bist ja noch nicht mal bis zu mir hingekommen. Hast aber einiges ausgehalten, das möchte ich lassen. Alan Dufour. Tötet. Ja. Alan Dufour. Tötet. Der war mir auch ein Dorn im Auge, das muss man ja einfach mal dazu sagen. Der Alan. Oh. Schleichenverbesserung 62, sehr schön. Was gibt's denn hier alles? Eisenbarren, Goldbarren, Eisenerz. Eine Truhe. Diadem der großen Schießkunst, da will ich doch jetzt mal gucken, was ich jetzt anhabe. Bekleidung. Diadem der geringen Schießkunst. Nehmen wir doch mal die der großen. Ha! Sehr schön. Das gefällt mir doch schon wieder richtig gut. Was? 31er Schaden? Ach, mache ich dann jetzt. Steht das dann dabei bei den Objekten? Durch die Effekte, dass ich dann mehr Schaden mache. Tatsache, ja gut, das macht das gleiche. Wo ich das dann nicht mitnehme. Meistertür. Ich muss hier noch nicht mal drehen. Sehr schön. Das gefällt mir doch hier. Rolle der Historie. Okay. Perfekt. Das freut mich doch immer. Weiter geht's im Programm.
ist das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, währenddessen zu reden. Während ich hier irgendwelche Gegner oder schwierigeren Gegner töte. Ich vergesse es einfach. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber einfach das ja. Wieder den Zwergenbock. Das war ein bisschen doof. Ich dachte, ich könnte den einen mit der Flamme hier auslöschen. Ah, leider nicht. Okay, jetzt ist wieder Schleichen angesagt. Hast du das? Warum ist das jetzt angegangen? Das geht ja gar nicht aus. Okay, ich werde jetzt hier einmal schnell speichern. Ist halt wirklich, man kriegt halt seine Pfeile kaum zurück. Das stört mich schon so ein bisschen. Bei den Zwergen. Naja, wie dem auch sei. Ich geh mal zurück, da ich Feuer gedrückt werden, danke. Besser. Jetzt gesund. Ah, komm, machen wir da einmal. Ausdauer. Ach, die ist aber auch ein bisschen niedrig, glaube ich. Weil ich diesen einen Negativeffekt habe. Da muss ich nochmal gucken. Die Schießkunst. Kann ich da irgendwas machen? Nein, erst auf 60. Das dürfte ich aber jeden Moment eigentlich haben. Auch hier auf 60. Und auch hier auf 60. Aha. Drei Fähigkeiten, das ist sehr schön. Oh, jetzt kommt da was, da kommt was. Habt ihr mich gesehen? Ja, ein bisschen zu schnell. Zahnräder. Oh, glaub wirklich nicht. Zwergspinne. Das ist gleich ein Zwergspinne. Und ein kleiner Seelenstein. Sehr schön. Und eine Truhe. Meister. Ja, Meistertruhen, die sind natürlich schon schwer, muss man ja mal dazu sagen. Na. Das ist das Problem, wenn man diesen Schlüssel hat. Man wird da ungeduldig und macht einfach. Naja, aber es hat ja funktioniert.
entschuldigt bitte, wenn diese Folge auch wieder ein bisschen kürzer ist. Ein bisschen kürzer ist als die vorherige. Ja. Oh. Ja, ich hab den noch getroffen. Ja, komm. Sehr schön. Ich will einfach nur meine Stahlfalle jetzt erstmal zurückhaben. Ich hab sie doch hier liegen sehen. Der Fahrwolf schreibt mich die ganze Zeit bei Steam an. Ja, schön für ihn, dass er jetzt Rocket League spielen will. Ich bin gerade am Aufnehmen. Ich war es auch sonst. Nur die Schiene da in der Mitte gesehen. Keine Zeit. So. Rüber. Wieder eine Tour. Palmer. Das ist ein toter Palmer, ja. Schön. Was ist mit denen, die jetzt übrig sind? Nix scheinbar. Komm ich nicht mehr. Bewegen tun sie hier mal. Einer steht über mir. Ich glaube, die wissen gerade. Nee, diese wissen nicht, wo sie sind. Menschfleisch ist eine Zutat. Oh. Gestellt und sowas. Oh. Ich lasse ganz schön viele Pfeile zurück, sozusagen. Das, was ich gerne haben wollen würde. Eibeutel. Eine Truhe. Stahlpfeile. Genial. So muss das sein. Gerade wo ich noch sage, ich brauche wieder neue Pfeile. Hier oben sind Gegner, das weiß ich. Zwei sind hier auf jeden Fall noch. Schön. Okay. Hier ist nichts drin, aber hier oben ist ein Gegner.
dabei. Das habe ich an seinem Köcher hinten gesehen. Das gefällt mir. So, ihm da hinten für dich noch. Er hat eine Kochpfeile dabei. Im Prinzip habe ich ja wirklich genug Pfeile, weil wenn ich jetzt die ganzen Falmer-Pfeile noch zählen würde und allen möglichen Kram, hätte ich ja wirklich mehr als genug. Was ist das für ein Schalter? Ah! Sehr gut. Haben wir bestimmt nicht rausgefunden, deswegen sind sie abgekümmert. Doch, werden sie wohl rausgefunden haben, weil kommt bestimmt gleich noch der ein oder andere Falmer. Den einen Typen, den ich damals in einer Folge so eine Vase zerdeppert habe, mal eine neue mitbringen, oder? Oh ne, der wollte uns nicht bezahlen. Christens. So. Warte. Thank you.
Spiel und kannst nicht rennen. Ja, wollen wir mal gucken. Clearings Tool aufschließen. Geht doch auf. Danke. Okay. Was lassen wir da? Ich würde mal behaupten, wir lassen da. So. Aber, Freunde, an dieser Stelle möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und vielleicht die Glocke zu abonnieren, die Glocke zu betätigen. Und in dem Sinne würde ich einfach mal so sagen, bis zur nächsten Folge, bis dahin und ciao!